Hallo Freunde, willkommen zurück zu The Division im Sonntagsausflug. Es geht darum, dass wir die Story von Division anschauen und ein wichtiger Teil der Story sind die einzelnen Gangs, die wir hier finden können. Sozusagen The Gangs of New York, nur ohne DiCaprio. Gut, den ersten Kontakt zu einer Gang halten wir hier in der Mission. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Dann gehen wir mal hin und schätzen ein. Die Cleaners wurden erwähnt, die Rikers habe ich erwähnt. Das sind quasi die ersten zwei Gangs, mit denen wir zu tun haben. Die Plünderer sind nicht wirklich organisiert. Das sind immer nur so kleine Gruppen, 3, 4, 5 Leute. Aber diese großen Gangs, wie zum Beispiel die Cleaners, die sind richtig gut organisiert und die haben auch Ziele. Und zum Teil auch die Möglichkeit, diese Ziele ziemlich beeindruckend umzusetzen. Wer sind die Cleaners? Ja, Reinigungskräfte von New York. Kanalarbeiter, Müllabfuhr. Solche Leute. Die quasi die Stadt am Leben halten und mit Diensten versorgen, die einfach notwendig sind, um eine Stadt am Laufen zu halten. Warum sind die jetzt zu einer Gang geworden und was haben die vor? Die wurden effektiv von den Militärs, von der Polizei, im Prinzip von der ganzen JTF, so in den Hintergrund gedrängt. Die durften nicht mitspielen, wenn man so will. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, die Stadt zu reinigen. Die ganze Seuche wirklich zu beseitigen. Alle, die infiziert sind, zu beseitigen. Die ganze Sache auszubrennen. Die veranstalten hier eine richtige Hetzjagd, Hexenjagd. Die sind mit diesen Müllautos unterwegs im Normalfall. Und die zünden wirklich jeden an mit Flammenwerfern, der ihrer Meinung nach infiziert ist, um die Seuche auszubrennen und die Sache auf ihre Art zu beenden. Das findet die JTF natürlich nicht so toll. Und ja, deshalb gibt es da gewisse Spannungspunkte, sagen wir mal. Ein Flüchtlingslager, das voll ist vor Leuten, die möglicherweise infiziert sind, ist natürlich ein ja, unwiderstehlicher Hotspot für die Cleaners. Dementsprechend machen sich die Leute unter Umständen zurecht Sorgen. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Verstanden. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ja, Echos sind im Prinzip Aufzeichnungen aus Sicherheitskameras, Handykameras, Handymikrofonen und ähnliches, die Isaac wiederherstellt. Er sammelt quasi Informationen aus allen möglichen Quellen und baut die zusammen, um Szenen zu rekonstruieren und uns zu erklären, was hier passiert ist. Wir können dann über Gesichtserkennungssoftware und ähnliches aus den Überwachungskameras, zum Beispiel da oben hängt eine, können wir wieder rekonstruieren, wer daran beteiligt ist. Ob die von der Regierung irgendwie registriert sind, haben die Verbrechen begangen, sind das gesuchte Kriminelle. Dann wird abgecheckt aus anderen Quellen, wo die sich zurzeit aufhalten. Dann wird halt gesucht und so kriegen wir eine ganze Menge Infos. Also diese Echos sind für den Story-Aspekt unheimlich wertvoll. Und auch hier haben wir wieder diese Sache mit Tom Clancy benutzt. Existierende Geschichten als Basis und baut die dann sehr fantastisch auf. So gut wie die Echos funktioniert das in der echten Welt wahrscheinlich nicht. Schon gar nicht mit der Geschwindigkeit. Es ist fast Echtzeit, wo das hier passiert, wenn wir so ein Echo aufbauen. Aber grundsätzlich, Überwachungssysteme gibt es. In Deutschland nicht so viele wie zum Beispiel in London oder New York. Aber theoretisch ist diese Sache mit Gesichtserkennungssoftware und so, das ist möglich. Sind jetzt ein bisschen weit weg. Das ist blöd. Das Echo schauen wir uns an, wenn ich die erste Gruppe hier besiegt habe. Sonst
quatschen die uns dazwischen. Das finde ich nicht so toll. So, wo haben wir den nächsten? Na, zielen wäre heute mal eine tolle Sache. Da die natürlich alles ausbrennen wollen, benutzen die hauptsächlich Flammenwaffen. Einige benutzen auch Schrotflinten, andere benutzen Feueräxte und Sturmschilde. Da haben wir noch einen Kunden. Der hatte so eine Feueraxt und ein Sturmschild. Die meisten tragen Atemschutz und haben für gewöhnlich Sturmgewehre, an denen Unterlauf-Flammenwerfer dran sind. Und deshalb haben die auch immer diese Tanks auf dem Rücken, um Munition für die Flammenwerfer zu organisieren. Wir können natürlich auch auf diese Tanks schießen. Das sind deren Schwachpunkte. Dann fangen die Feuer und kurz darauf explodieren die. Schaltet den Träger für gewöhnlich aus und macht eine Menge Schaden im Umkreis. Aktives Echo-Signal geortet. So, schauen wir uns mal das Echo an. Was stellt Isaac her? Holt sich Infos aus verschiedensten Quellen. Mikrochip-Daten vom Hund. Rottweiler Labrador, 7 Jahre alt. Besitzer registriert. Ich bin krank. Hey, das oder gar nichts? Student. Keine Anverwandten. Wissen wir nicht viel drüber. Studentin. Ausstehende Gerichtsverhandlung als Opfer in einem Fall sexueller Nötigung. Lauter offizielle Daten. Studenten sind bei der Uni registriert. Hunde. Ja, im Zweifelsfall zahlt man Hundesteuer und ähnliches. Dann ist der Halter registriert und ähnliches. Dementsprechend. Es ist relativ realistisch, dass man gewisse Infos hat und dann Dinge über jemanden rausfinden kann. Nur die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist ein bisschen unrealistisch, würde ich sagen. Ich dachte, das ist vielleicht eine rote Tonne. Nein, das ist einfach nur rote Absperrung. Und da kommt noch mehr Kundschaft. Den hätten wir. Da hatten wir Glück, dass er nicht richtig geworfen hat. Die Granate habe ich leider erst bemerkt, als sie explodiert ist. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen, zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. Ja, danke. Ich habe das Gefühl, das werde ich brauchen. Also dann, bewegen wir uns ein bisschen. Das mit den ganzen explodierenden Tonnen hier ist auch nicht nur gut. Die können auch explodieren, wenn der Gegner drauf schießt. Das heißt, wir haben hier sehr wenig Deckung, wenn es drauf ankommt. Das sind effektiv Brandfallen. Wenn man dann in die Nähe kommt, ja, zünden die einen an. Echt ungesund. Das heißt, hier ist auch schon die Umgebung der Feind. Da sollte man ein bisschen die Augen offen halten. Da hätten wir noch eine. Sonst wird das relativ schnell blöd.
Das Benzin ist zum Glück relativ schnell verbrannt. Aber wenn man hier einfach nur durchrennt und mehrmals angezündet wird, hat hier wenig Möglichkeiten auszuweichen, wenn man es zu spät bemerkt. Man hätte natürlich auch hier hinten durchgehen können. Es gibt meistens mehrere Möglichkeiten, hier durchzulaufen. Warnung! Kontamination steigt! Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, Ende. Ja, das Gepiepse kommt von solchen Sprengfallen. Sprengfallen werden von fast allen, ich sag mal, improvisierten Gangs benutzt. Die Rikers benutzen die auch. Nur nicht mit Benzin und Anzünden, sondern einfach nur mit richtig dick Bomben. Na. So, da vorne sehen wir schon noch einen. Ich glaube, da nehmen wir doch lieber den Umweg. So, jetzt habe ich leider den Clean aus den Augen verloren. Da rechts ist er. Und da links haben wir noch einen. Das war nicht nett. Aber es beschwere ich mich. Ich wusste, dass es zwei sind. Ich dachte nur, der bleibt länger in Deckung. Also, so wunderschön diese Umgebung auch ist und detailverliebt und wirklich ausgezeichnet ausgestattet ist, würde ich sagen, ist einigermaßen glaubwürdig. Dementsprechend schwierig ist es auch, die Ziele zu sehen. Man kriegt die eigentlich erst angezeigt, wenn man schon wirklich nah dran ist. Je früher man die Sachen allerdings entdeckt, desto leichter hat man es. Da lohnt es sich natürlich, die Augen offen zu halten. Und es hilft, wenn man weiß, wonach man sucht. So, viel mal dazu. Jede Menge kranke Leute. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Da schauen wir doch gleich mal. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Da oben fahren sie gerade das Napalm weg, wenn ich das richtig gesehen habe. So, wir warten gerade noch, bis unsere Haftmine wieder soweit ist. Dann kriegen die da drüben ein kleines Geschenk. Verdient sie das Haft? Ja. Da haben wir den Tank getroffen.
fühle mich hier oben eigentlich relativ sicher. Aber ewig können wir ja auch nicht bleiben. Ist ja langweilig. So, sieht so aus, als wäre da nur noch einer am Leben. Easy. Okay, soweit. Da sind wir raus aus dem Kampf. Und dann schauen wir mal nach der chemischen Quelle. Hier kommt man auf jeden Fall raus, egal welchen Weg man nimmt. Entweder kommt man diese Leiter hoch oder diese. Da das ein MMO ist, gibt es natürlich später auch größere Missionen. Richtige Raids, wenn man so möchte. Die zum Teil auch Themen haben. Also da kämpft man dann auch gegen... Ja, wenn man so will, in der letzten Basis der Cleaner. Die rüsten ein Feuerwehrauto um, um Napalm zu verspritzen. Und nennen das Ding dann Drache. JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren, ja. Ich will das mal gleich. Danke, Doktor. Also los, Agent. Könnt ihr euch bitte auf einer anderen Funkfrequenz streiten? Das ist ja lästig. Ist auf der falschen Seite der Deckung durchgelaufen. Und hattest Glück. Hier ist Dr. Candle. Probenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Mädels, Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Klappe jetzt! Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Drama Queen. Verstanden, Doc. Patel Ende. Boah, kann ich jetzt ein bisschen Ruhe auf dem Kanal haben? Das ist nämlich irgendwie ein Kriegsgebiet hier. So, keine Neustartzone. Und hier oben auch kein Schutz. Keine Deckung. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Das ist das Fiese. Die Cleaners
handeln aus Überzeugung. Sie glauben wirklich, dass sie das Richtige tun. Wenn sie unschuldig anzünden. So, dann müssen wir nur noch den Martinez da vorne eliminieren. Gelb, jetzt schon, okay. Das sind für gewöhnliche Elite-Gegner. Glückstreffer. Ja, mit dem Geschützturm und Martinez will ich mich nicht anlegen gleichzeitig. Okay, ich glaube, die meisten haben wir. Da können wir in die Offensive gehen. Gibt später dann zum Beispiel auch Waffentalente oder Rüstungstalente. Da wird man dann geheilt, wenn man von Deckung zu Deckung läuft. Oder kriegt weniger Schaden, während man das macht. Gibt also auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich ein bisschen so aufzustellen, dass man sich der Umgebung leichter anpassen kann oder dass man die Umgebung leichter ausnutzen kann. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Absetzen klingt sehr vorsichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Option ist. Das ist eine Menge Napalm. Ich glaube, da gehen wir raus zum Zugucken. Agent, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Danke, das hätte dir auch vorher einfallen können, wirklich. So, das Telefon lasse ich liegen. Nicht, weil es langweilig ist oder irgendwie. Es geht dabei um eine Spielmechanik. Immer wenn wir ein Telefon aufheben, kriegen wir Erfahrung. Wenn wir das jetzt machen, hilft uns das ein bisschen beim Leveln. Wenn wir das mit Level 30 machen, hilft uns das enorm dabei, Ausrüstung zu kriegen. Als Beispiel, wenn wir Level 30 erreichen, haben wir die Möglichkeit, bis zu 5 Weltränge einzustellen. Je höher der Weltrang, desto anspruchsvoller die Gegner. Die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Den schauen wir uns gleich an. Jetzt gleich. Ich erzähle danach weiter.
Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Das ist alles? Verstehe mich nicht falsch, das ist wirklich wichtig für die Leute, aber... Also, wenn man Level 30 erreicht, hat man die Wahl zwischen 5 Welträngen. Je höher der Weltrang, desto anspruchsvoller die Gegner, desto besser aber auch die Beute, die man erhält. Bessere Ausrüstung und so weiter. Jetzt ist es so, dass man die Weltränge erst einstellen kann, wenn man ein gewisses Item-Minimum hat. Das ist am leichtesten zu erreichen, indem man Lootkisten öffnet. Wenn wir auf Level 30 unseren Erfahrungsbalken voll haben, kriegen wir hier Kisten, in denen bis zu 3 Gegenstände drin sind. Und auf Level 30 brauchen wir nur noch 2 Telefone, um ein Level up zu haben. So viel bringen die. Ungefähr. Plus minus ein bisschen. Dementsprechend hilft es einem sehr, wenn man die, ich weiß nicht, 70, 80 Telefonaufzeichnungen, die man hier finden kann, bis Level 30 aufhebt und dann ist man sehr schnell auf Weltrang 5. Okay. Hier war ich jetzt schon gestern offscreen eine ganze Weile unterwegs, habe jede Menge Kämpfe gemacht, deshalb sehen wir hier keine mehr. Wir hätten jetzt hier noch einen Kampf, aber den kann ich noch nicht machen, weil ich dort eine Atemmaske brauche mit Stufe 2. Die habe ich noch nicht. Das bedeutet, wir sind jetzt mal unterwegs zum... Das kleine Wiesel hat sich ein paar... Zum hierher. Cavern, Blitzreise. Die Cavern habe ich gestern schon freigeschalten. Also machen wir uns auf die Socken dorthin. Sieht das nächste Safehouse. Und dann können wir uns direkt um das Einkaufszentrum kümmern. Das würde ich sagen, packe ich euch noch hinten dran hier. Sie betreten einen sicheren Bereich. Danke, Isaac. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Das wird einfach. Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. Dahin gehen, wo der Virus angefangen hat. Und wenn es geht, lebendig wieder rauskommen. Oh Junge. So, Safehouse, wie gesagt, Kreis ist Symbol, Pfeil zeigt immer an, wo man das Safehouse findet. Und manchmal ist es eben auch in der Kanalisation, überall, wo die Leute sich sicher fühlen. In dem Gebiet war ich gestern schon unterwegs. Denken Sie immer daran. Und je mehr Missionen wir in einem Gebiet machen, desto häufiger werden JTF-Patrouillen dort. Und desto freundlicher werden auch die Leute. Am Anfang wird man regelrecht beschimpft und verscheucht. Sie ist jetzt einfach nur neugierig und will wissen, was wir tun. Und später wird sie uns anfeuern und sich bedanken dafür, dass wir da sind. Blöderweise sind auch die Cleaners an Patrouillen interessiert. Gelegentlich trifft man dann auch Stellen, wo Patrouillen gegeneinander kämpfen. Oh, da haben wir einen Bedürftigen. Das war Chinesisch. In New York leben halt nicht nur Leute, die Deutsch können, ne? Oh, normale Gänger. Hat ja genau gereicht. Ja, wenn zwei solche Patrouillen aufeinandertreffen, kann es auch mal spontan zu einem Kampf kommen. Dann haben wir da auch die Möglichkeit, an dem Kampf teilzunehmen. Und dann gibt es halt eben so eine Mini-Mission, gibt es den Auftrag hier, beschütze die JTF-Patrouille, schalte die Cleaners aus und Schnickschnack. Und dafür gibt es dann auch Hilfsgüter oder Punkte, um die
Basis wieder weiter aufzurüsten. Ziemlich interessant und dadurch eine lebendige Spielwelt, die sich nach und nach verändert. So, Müllauto, ihr wisst, was das bedeutet. Hier sind Reinigungskräfte am Berg. Okay, Agent. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben. Also, dass das klar ist, kein Druck. Man hört im Hintergrund irgendwo eine Sprengfalle piepen. Ist natürlich eine tolle Sache, während man gerade kämpft und nicht weiß, wo ist das Ding. Kann natürlich bedeuten, man will in Deckung huschen und hat das Ding direkt vor der Nase hängen. Dann bleibt man sitzen, bis es einem vor der Nase explodiert. Oder man hüpft wieder aus der Deckung raus, wodurch man vielleicht erschossen wird. Nicht so prall. Warnung, Temperatur steigt. Erhöhte Kohlendioxidwerte gemessen. Oh oh, das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Ich füttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall, dass Sie sie brauchen. Berechne Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Ich löse Fallen mit der Pistole aus, weil die Pistole hat unendlich Munition. Das ist ein Luxus, den die anderen Waffen nicht haben. Ist einfach eine Spielmechanik, weil die Pistole in den seltensten Fällen wirklich nützlich ist. Das ist nur noch so eine letzte Option, wenn die anderen Waffen keine Munition mehr haben. So gerne ich mit Pistolen spielen würde. Ich bin ein riesen Pistolen-Fan, aber... Wow. Gibt das Spiel halt einfach nicht wirklich her. Es gibt eine Möglichkeit, da wird man gezwungen, auf Pistolen umzuschwenken, am Anfang. Dafür kriegt man aber halt einen sehr großen Schutzbonus. Warnung! Brandschutzsystem aktiviert! System in oberen Etagen blockiert. Manuelles Eingreifen erforderlich. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Kein Problem. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Registrierkassen, Sammelbüchsen, die Trinkgeldkasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Okay. Wir suchen also Bargeld. Wir sind mehr oder weniger ein von der Regierung subventionierter Plünderer. Ja, nochmal Munition auffüllen, das brauchen wir im Moment nicht. Hier haben wir keine Kasse, so wie es aussieht. Auch nicht so wirklich. Das ist wirklich nicht so lustig. Eigentlich sollte ich ein bisschen mehr los sein, denke ich. So was Kassen und so weiter angeht. Hier hätten wir doch was. Und zwar ein Echo. Meine Süße sagte Tansanit. Führen Sie so etwas? Oh Gott, sag mir das. Da haben wir ihn. Verdächtigt an der Virenfreisetzung beteiligt zu sein. Problem. Bitte schön. Und $9.20 zurück. Frohes Fest. Wahrscheinlichkeit für Viruskontamination, ja, über 95%. Was haben wir denn da für Leute? Emilia Clark, unbekannt, Einzelhandelskauffrau. Wurde zuletzt am Hudson Pier gesehen, da waren wir auch schon. In Quarantäne. Die sind also irgendwo registriert.
Mitbegründer der Hotelkette sowieso. Brooklyn Quarantäne. Überlebenswahrscheinlichkeit 97,4%. Die sind also wahrscheinlich nicht mal infiziert. Und die sind zu Händen der JTF. Oh, Scheiße. Sehe ich ähnlich. Mann, was für ein Albtraum. Weg hier, bevor uns diese Irren finden. Ja, solltet ihr machen. Brooklyn Quarantäne. Waren wir da nicht erst vor kurzem? Okay. Habe ich hier was übersehen? Ja, natürlich, die Kasse. Das Wichtigste hier. Test auf Viruskontamination negativ. Hier drin haben wir also nichts gefunden. Dann gucken wir mal die Treppe hoch. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Isaac, das haben wir doch schon abgespielt. Was brauchen wir denn sonst noch? Und da haben wir einmal Trinkgeld. Test auf Viruskontamination negativ. Leider nichts. Da hinten haben wir noch eine Kasse. Test auf Viruskontamination negativ. Dann müssen wir jetzt noch ein paar Dollarnoten da hinten bergen. Und da höre ich doch Lina. Danke, Isaac. Bumm. Da bist du. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussballkleid. Ein Grund mehr, sie in Schach zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. Ja, super. Ich fühle mich auch kaum unter Druck gesetzt. Einige Verrückte, die hier alles abbrennen wollen, ich mittendrin, dann werde ich beschossen, dann werde mir die Ohren voll gejammert mit Mimimi. Also gut, schauen wir nach oben. Von da kamen die Feinde. Was soll schief gehen? So viele, wie da runtergelaufen sind, kann ja keiner mehr oben sein, nicht wahr? Test auf Viruskontamination negativ. Und da hätten wir nochmal eine Kasse. Auf Viruskontamination negativ. Amherst hat keinen guten Job gemacht. An seiner Stelle hätte ich in mehreren Läden eingekauft. Warnung, Brandgefahr entdeckt. Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Das sind die Zivilisten. Da sollten wir vielleicht nicht drauf schießen. Ja, gucken wir mal noch weiter oben. Warnung! Größere Viruskonzentration entdeckt. Bingo! Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Danke. Dieser unqualifizierte Hinweis war kostenlos. Warnung! Brandgefahr entdeckt.
Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Ich hoffe nur, dass die Virenschutzmaske ausreicht, die ich habe. Sonst könnte das gleich ziemlich hässlich werden. Alarm! Feinde in der Nähe entdeckt! Da ist ein bisschen was geplatzt. Läuft. Und bleibt noch die Kundschaft hier hinten. Ist nicht so toll zu verbrennen, oder? Wie viele kommen denn da noch? Also da wäre es mir tatsächlich lieber, wenn die nicht einzeln angekrochen kämen, sondern alle auf einen Wups. So, haben wir es dann, ja? Offenbar noch nicht. Die Frage ist, kommt jetzt links oder rechts? Darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bald. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Das sieht gut aus. Hier haben wir mit Stufe 1 noch nicht gelitten. Viruskontamination bestätigt. Halten Sie die Augen offen, Agent. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während Sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen. Ich habe auch nicht vor, mich hier verbrennen zu lassen, ganz im Ernst. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Den Bereich sichern sollen wir. Oh, ich weiß ja, was kommt. Das wird super. Für euch, ihr habt ja großes Vergnügen daran, mich leiden zu sehen. So, da haben wir ihn. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Sich über die Rolltreppe.
bin beeindruckt, Agent. Da kamen wir. Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, war besser raus, als ich dachte. Im Heuhaufen. Aber sie haben es geschafft. Virusforschungsbericht. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich, falls es eine gibt. Will ich doch schwer hoffen, dass es noch eine Runde gibt. So, sie wird sich gleich mit einem neuen Beweis melden und dann sollen wir auch noch gleich mit ihr reden. Ja, warum nicht? Ihr solltet hier nicht auf der Bank rumlümmeln, das ist bitterkalt. Ich fühle mich total beschissen. Dann geh in die Zentrale. Ja, manche Leute. Okay, schauen wir mal. Hier drüben haben wir doch irgendwo das Zeug. Beweise. Auf geht's. Die Proben des ursprünglichen Krankheitserregers, die wir von dem Geldschein genommen haben, der als Primärüberträger verwendet wurde, gewähren uns einen Einblick in das Basisgenom des Virus. Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass es künstlich ist. Das Genmaterial von einem halben Dutzend anderer Erreger wurde auf das Pockenvirus übertragen, um es noch tödlicher zu machen. Danke, Agent. Die Stammprobe, die Sie gesichert haben, ist sehr hilfreich. Ich habe einen Bericht für die Nachwelt und das DCD vorbereitet. Sehen Sie ihn sich an. Finde ich super. Jetzt geben wir ihm hier erstmal sich Wasser. Bitte schön. Oh, ich verdanke Ihnen mein Leben. Seht ihr, wie einfach das ist? Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Ich werde jetzt zurück zur Basis gehen und in der nächsten Episode schauen wir dann mal, was Jessica Candle zu erzählen hat. Und dann werden wir in nächster Zeit auch noch den Einsatz da unten machen und damit haben wir dann endlich alle Flügel eröffnet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hallo Jörn Steif. Ciao, Freunde.